Cookies, Comic-Cookies, lecker. Die Comic-Cookies unterwegs, kann man eigentlich sagen, ne? Ja, aber in hervorragender Sprachqualität, würde ich sagen, oder? Würde ich mal sagen, jetzt so. Wir sind nicht außerhalb, also es kann nichts mehr schief gehen jetzt. Genau. Was es neulich bei der Etage 13 gab, gibt es heute hier quasi auch. die Autokoleriker in einem anderen Podcast. Nee. Wobei wir stehen im Moment und wir stehen, wo stehen wir denn, Herr Breedstorm? Im wunderbaren Aschaffenburg in Unterfranken. Mhm. Und wir werden in Bälde zu einer kleinen Veranstaltung im Stadttheater gehen. Ein romantischer Abend mit Steffen und mir. Uiuiui, lass das die Mädels nicht hören. Genau. Wollen wir auch sagen, zu was wir gehen? Ja, sag's doch. Wie heißt das denn überhaupt? Warte mal, ich hab's gleich. Nee, sag du's. Also irgendwas heißt Late Night. Das ist der im Autokino Jahresrückblick. Genau. Ah, ja. Aber mit allen möglichen Menschen von Radio Nukular im Autokino und... Aus dem Nuku-Versum. So heißt das offiziell, habe ich jetzt gelernt. Wobei das Q hinten für den Asche auf mein Haupt einzigen Podcast steht, den ich dann noch höre. Das ist die Medien-Q. Den gab es auch vorher schon. Ja, genau. Ja, die anderen höre ich dann mal so sporadisch. Ja. Ja, es gibt ja noch diverse Side-Projekte von denen, was weiß ich, Binge Boys und den Trailer-Schnack gibt es auch noch. Also das ist ja sehr breit gefächert und da das direkt bei uns um die Ecke ist im Prinzip, haben wir gesagt, da fahren wir doch mal hin. Genau. Und du hast dann einen Laden entdeckt hier in Aschaffenburg auch vorher, der heißt wiederum? Das ist das Console Mania, wurde mir neulich empfohlen. Das wäre doch genau mein Laden. Und ich so, hä? Hab ich ja nie gehört. Demzufolge waren wir heute zum ersten Mal da und haben gleich ein bisschen Geld dagelassen. Das stimmt, ja. Du hast, wollen wir drüber reden, über was wir ausgegeben haben? Ja, über die jugendfreien Sachen schon. Haben wir keine jugendfreien Sachen? Du hast keine jugendfreien Sachen wahrscheinlich. Nicht nur. Ja, also dann würde ich kurz anfangen. Bei mir ist es mal wieder eine Figuren und eine, wie nennt man das denn? Prop nennt man sowas, ne? So ein nachgemachtes Item aus einem Popkultur-Universum. Ist das so? Ich glaube, das nennt man Pop oder Prop. Nee, Prop oder was weiß ich. Ja, so Sachen habe ich halt und du hast wieder Spiele gekauft, ne? Ja, welche Überraschung. Genau. Für die Liebste habe ich noch ein dreiteiliges Bild, ein relativ großes. Also das ist so ein dreiteiliges, wie nennt man das denn jetzt wiederum? Also man hängt... So ein dreiteiliges Bild, was in ein Gesamtbild ergibt. Genau, und das hängt mir so ein bisschen mit Zwischenraum auf. Da sieht man die Oma von den Looney Tunes, dann den Sylvester und auf dem dritten Bild ist dann Tweety und es gibt halt eine Jagdszene und es ist ein kleines Präsent für meine bessere Hälfte, die ja Tweety-Fan ist. Ja, sehr schön, aber du sollst dein Prop schon genauer, hast du erklärt, was es ist? Nee, ich lasse das mal so ein bisschen schwammig erstmal, damit man dann später nochmal was erzählen kann. Ach so. So, soll ich das jetzt schon oder willst du erstmal, du hast da ein Artefakt, würde ich mal sagen. Ja, ich habe von 1985 ein Spiel gekauft und zwar das gute Super... Ach du Junge. Ist geil, oder? Ja, das fehlt mir noch. Das sollte Super Mario sein? Das ist das sogenannte Mario Golf seinerzeit gewesen. Da hat man einen Golfspieler, der Mario leicht ähnlich sieht, drauf gemacht. Mhm. Das habe ich mal mitgenommen. Sieht auch ein bisschen aus wie der Herr Gründetyp. Ja, den haben wir ja schon auf dem Weg hierher gesehen, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Du wolltest ihn nicht grüßen. Ich habe ihn mit Poa gegrüßt. Aber wahrscheinlich. Was bedeutet das? Für die es jetzt nicht wissen, also für mich ja, zum Beispiel. Das müsste bei Radio Nukular, also wer das nicht kennt, tut mir leid, dann müsst ihr es nachhören. Wir tun ihm alle leid, ja. Der Vorbesitzer auf jeden Fall ist ein Herr Schubert, der hat nämlich leider seinen Namen mit Edding auf das EDS-Modul hier drauf geschrieben. Ansonsten habe ich mir noch geholt für einen vernünftigen Preis ein Super Nintendo-Spiel, nämlich Illusion of Time. Für den 3DS die Bit-Trip-Saga, die war runtergesetzt.
Und dann noch zweimal für die 360. Einmal Star Trek und dann Arcade, Midway Arcade Origins. Das ist so eine Sammlung von diversen alten Spieleautomaten. Ihr wisst ja, ich habe so mein Herz für alte Spiele, wie man an dieser Tüte hier noch erkennen kann. Mhm. Und was es noch freundlicherweise dazu gab, ist ein Verlängerungskabel für den Controller vom N64. So schnell abgefrühstückt. Ich habe zwei Amiibo-Figuren, meine ersten beiden Amiibo-Figuren. Ich war mir relativ sicher, dass eine der ersten Wario sein wird. So ist es auch. Und das ist der Wario aus, also rein optisch aus Super Mario Smash Bros. Oder Super Smash Bros. Einfach nur. Ne? Genau. Und dann ein Kirby, weil ich habe dieses Kirby-Spiel für den 3DS, dieses mit diesem Roboterplaneten. Ich weiß es gar nicht. Hat auch irgendwas mit Robot im Titel. Und da erhoffe ich mir von, dass wenn ich das dann aktiviere, dass es da irgendwelche super Spezialkräfte bei Kirby gibt. So wurde es zumindest irgendwie angedeutet. Schauen wir mal. Ansonsten, die Figuren sehen ja auch schön aus. Die kann man sich immer hinstellen. Und das Prop ist im Grunde ein Green Lantern Ring, ein weiterer für meine Sammlung. Und zwar ist das die Version, die so in einem kleinen Display herkommt, wo er dann oben drauf hängt. Und zwar ist die Metallvariante vom Green Lantern Ring. Aus dem Film. Mich wundert ein bisschen, dass du das noch nicht hattest. Nee, die hatte ich tatsächlich noch nicht, die Variante. Also es gibt auch eine Plastikvariante, die habe ich. Aber diese edlere Variante jetzt, sage ich mal, hatte ich noch nicht. Und jetzt stand sie da, hat zwar auch 40 Euro gekostet, aber dachte ich, die nehme ich mir jetzt einfach mal mit. Ja. Bevor es dann wieder bereut, das passiert ja dann immer mal schnell bei mir. Wie war dein Eindruck so von dem Laden? Der war gut, also der hatte, ich meine, man kann beim ersten Mal erkennt man eh nicht alles, also das ist mir auch im Kuschelmuschel so gegangen. Guckt mal, so holt man sich einen groben Überblick, wo jetzt was ist. Aber der hatte einen relativ gut sortierten Eindruck gemacht. Also da war schon einiges da, also in alle Richtungen. Also da natürlich Hauptaugenmerk auf Spiele irgendwie, aber auch jede Menge Merchandise-Zeug und ja. Ja, viele Retro-Sachen waren es jetzt nicht unbedingt, aber was er hatte, war, wie gesagt, gut sortiert von Game Boy, was weiß ich, Game Gear, verschiedene andere Konsolen, die er da hatte, gut geordnet, so dass man schnell durchschauen konnte. Und Rollenspielsachen noch eine Menge, habe ich gesehen. Und ansonsten das übliche Zeug und auch zu normalen Kursen, würde ich sagen. Also wer mal hier in Ascheberg ist, der kann sich das getrost mal reinziehen, diesen Laden. Also ist so ein bisschen versteckelt wieder in so einem Hinterhof. Aber wenn man es eingibt irgendwie bei Google Maps oder so und man sieht, da in der Straße ist es, dann einfach durch den einen Torbogen durch und dann hat man es eigentlich schon. So ist es. Ja. Haben wir dann auch Comics gelesen? Weil das sind ja eigentlich die Comic-Cookies. Ja, also. Oh nee, wir haben überlegt, nee komm, wir hören damit auf, das bringt ja alles nichts. Retro-Cookies. Nein, Quatsch. Also ich habe über die Feiertage so ein bisschen was gelesen, aber nicht so viel, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Der Breedstorm hat bestimmt wieder jede Menge gelesen. Ich habe einiges gelesen, aber wir hatten uns ja vorgenommen, über einen Comic gemeinsam zu reden, den wir gemeinsam gelesen haben. Genau, das machen wir auch direkt. Das ist ja quasi dein Fachbereich eigentlich. Ja. Da kannst du vielleicht mal einleitend zu berichten. Leitend? Einleitend. Also, als der Comic, der da heißt, wie heißt er denn? Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte. Dankeschön. Also ich habe es ja immer nicht so mit Namen und Titeln. Ein Name, der sich aber sehr bei mir eingeprägt hat in meiner Kindheit und Jugend, also eher Jugend dann, war halt Paul Dini. Paul Dini ist im Grunde ein Drehbuchautor eigentlich, ne? Und aber auch ein Comicautor. Und der ist bekannt geworden eigentlich erstmal so mit Drehbüchern für die Tiny Toons damals zum Beispiel, also für diverse Warner Bros. Serien, Zeichentrickserien und hat maßgeblich an der 92er Batman Animated Serie mitgewirkt. Genau, hat dafür auch die Figur Harley Quinn zum Beispiel erschaffen und die hat's ja dann auch irgendwann ins richtige DC-Universum geschafft, weil sie so erfolgreich und beliebt war. Und
Ja, genau. Also der Mann begleitet mich halt schon irgendwie mein halbes Leben jetzt, wenn man das so will. Oder länger. Und ja, dass der so einen schweren Schicksalsschlag hatte, habe ich gar nicht mitbekommen. Und da darfst du jetzt mal einhaken. Ja, also es erstmal muss ich sagen, das Dark Knight wird ohne K geschrieben, also dunkle Nacht ist es im Prinzip. Und ja, der Band geht in vielen Dingen auf das Leben von Paul Dini an, wie das bei ihm losging als Kind mit den Comics, was er da gut fand, wie ihm das in seiner Kindheit vielleicht auch über verschiedene Sachen hinweggeholfen hat mit den Comics. Und wie das Ganze dann anfing mit den Animationsfilmen, weil das ging ja nicht mit der Batman Animated Serie los, sondern er war ja auch an anderen Projekten beteiligt. Sagte ich ja, Tiny Toons. Unter anderem. Und ja. Animaniacs. Ja, also alles, was derzeit in diesem Universum so stattgefunden hat, hat er seine Hände irgendwo drin, aber auch nicht in allen Folgen. Da geht er kurz drauf ein. Und es ist jetzt aber kein autobiografischer Comic, wie ich Harley Quinn erschuf seinerzeit, sondern es geht, wie du es schon angesprochen hast, um einen Schicksalsschlag, weil er wurde nämlich überfallen auf dem Nachhauseweg von zwei Männern. Und sehr, sehr übel zugerichtet. Also sein Gesicht wurde komplett zerstört, ne? Musste lange Zeit ins Krankenhaus. Und ja, wie er das Ganze überwunden hat, auch in Verbindung ja mit Batman, mit dem DC-Universum, das berichtet der Band. Wobei ich gleich sagen muss, dass jetzt nicht die Geschichte, ich finde Batman toll, deswegen konnte ich das super überleben, sondern eigentlich eher genau das Gegenteil. Ne? Weil er sagt, ja, immer gaukelt er den Leuten vor, Batman rettet sie in letzter Zeit, und dann hat er wirklich dieses einschneidende Erlebnis, und das ist bekanntermaßen für oft Opfer von Gewalttaten, gerade wenn es so massiv ist, doch ein absolutes Trauma, wenn die halt überfallen werden und sich plötzlich in einer komplett hilflosen Lage vorfinden. Ne? Ja, er geht so ein Stück weit auch auf Kriegsfuß sogar mit Batman, weil er halt dann nicht da war. Natürlich weiß er, dass er real ist und so weiter und so fort, aber man hat auch so seine Vorstellung, wie hätte der jetzt reagiert und hätte ich da nicht anders reagieren können und so weiter und so fort, und das hat ihn dann doch in ein relativ tiefes Loch gezogen, und das transportiert der Band eigentlich ganz gut. Und was ihm immer so ein bisschen aufstachelt, sind halt die ganzen imaginären Figuren, imaginär in Anführungszeichen, weil die gibt's ja alle irgendwie schon, aber das sind halt alles Figuren, die er sich dann immer so vorstellt, wie sie so zu ihm sprechen können eventuell und ihm Ratschläge geben. Und das ist so das, was der Band erzählt. Es ging auch schon in der Kindheit irgendwie so ein bisschen los, das hast du ja schon gesagt, wo da gibt's dieses eine eindrucksvolle Panel am Anfang, wo er in sein Zimmer kommt und da sitzen dann alle möglichen Zeichentrick- oder Fantasiefiguren halt. Über Tarzan, glaube ich, ne? Und Mowgli sieht man irgendwie, und James Bond, glaube ich, auch. Und also alles so fiktive Figuren halt alles. Und ja, also auch ein schönes Stilmittel am Anfang war von dem Zeichner, den wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, Eduardo Risso. Auch eine Legende eigentlich. Eigentlich, ne? Eine Legende. Ist jetzt absolut nicht mein Lieblingszeichner. Das wissen geneigte Hörer vielleicht auch schon. Aber in dem Fall hat es wunderbar gepasst. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, am Anfang gibt es so dieses Stilmittel, dass er so praktisch als ja beinahe schon fast nur ein Strichmännchen gezeichnet ist, weil er halt so untergeht in seiner Klasse und auch so in der Wahrnehmung für seine Mitschüler, zumindest empfindet er das so. Und erst in dem Moment, als er nach Hause kommt und die Treppe nach oben läuft, verliert er immer mehr an Transparenz sozusagen und wird praktisch so eine vollständige Figur, ne? Ja, also dieses Zwiegespräch mit den fiktiven Figuren ist ein großer Teil, weil jeder da auch so seine Rolle spricht. Natürlich, wenn er mit Poison Ivy fiktiv redet, hat die einen anderen Grundton als der Joker oder Killer Croc oder andere Figuren. Aber ich sag, das war jetzt noch nicht mal das, was mich sehr überrascht hat, sondern diese große Ehrlichkeit
über sich selbst, weil das ja nicht ein Comic, den wirklich heroisch darstellen lässt, sondern wirklich als Loser, das geht schon als Kind los, das ist ja auch eher so der hilflose, etwas dicklichere kleine Typ, den genau. Die Bullies jagen, und das hat sich dann auch weiter fortgesetzt. Und mit dieser Affäre, mit dieser Schauspielerin, die ihn mehr oder weniger im Grund ausnutzt, ja. Und also da gibt's, er hat dann natürlich eine gewisse Berühmtheit erlangt, dadurch, dass er auch mit Leute. Spielberg kennt, genau. Der dann für die ein oder andere Serie mitverantwortlich war. Da haben sich natürlich auch Starlets dann dran an ihm orientiert und haben gedacht, das ist vielleicht ein super Sprungbrett. Bloß, also er ist da schon sehr schonungslos und zeigt dann auf, dass er da null Chancen hat, aber das einfach auch nicht wahrhaben wollte. Mhm. Dass die nur auf ihn abfährt, weil er als Sprungbrett zu Spielberg gesehen wird in der Richtung. Mhm. Und also das fand ich ein sehr, sehr schönes Ding. Und ja, mein DC oder nenn's Vertigo-Comic des letzten Jahres eigentlich dadurch. Genau, das ist noch die Besonderheit. Das ist nicht bei DC erschienen, wie man vom Titel her erstmal vermuten könnte, sondern es ist tatsächlich bei Vertigo, dem Erwachsenen-Label, erschienen. Und da gehört es auch hin. Also das passt perfekt. Und ich muss ja mal sagen, das ist ein Riesenrespekt, sich so zu offenbaren, so seine Schwächen nach außen zu kehren, das macht nicht jeder, ja. Also das macht man ja auch eigentlich auch ungern. Und er hat dann, glaube ich, ein Gespräch mit jemandem gehabt, ich weiß jetzt gar nicht mehr mit wem, und der hat ihm dann, ach doch, mit Kevin Smith natürlich, ja klar. Und der hat ihm dann in seinem Podcast wohl dazu ermuntert, das Ganze irgendwie aufzuschreiben und irgendwie zu veröffentlichen. Und das ist dann halt als passenderweise als Comic passiert. Und also ich muss sagen, das ist mein Lieblingscomic des letzten Jahres. Tatsächlich, der kam erst relativ spät, aber der hat mich sowas von beeindruckt, und das kann ich nur empfehlen, also unbedingt Empfehlung, auch wenn mir der Titel nicht immer direkt einfällt, aber es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Band, und den kann man sich auch gerne in der Hardcover-Version kaufen. Ich habe ihn nur in der Softcover-Version, aber da passt's. Also das ist, wie gesagt, ein einmaliges, abgeschlossenes Ding. Ich hadere auch noch mit mir, den mir auch noch ein Hardcover zu kaufen, weil es doch so ein wunderschöner Band ist, und den kann man dann halt auch sehr schön ins Bücherregal stellen. So. Ja, zweifelsfrei. Ja. Ich mag ja generell solche autobiografischen Sachen, ob es jetzt von Jimmy Palmiotti hatte es schon mal gemacht mit Vignettes. Wir haben schon gesehen, von David Boller hat solche Sachen genau. Ja auch aktuell draußen. Also das ist wirklich eine sehr schöne Zusammenfassung, wobei da ja die Besonderheit ist, dass er es nicht selber gezeichnet hat. Ne? Während Palmiotti und Boller das natürlich selber dann umsetzen, was nochmal eine zusätzliche interessante Geschichte ist. Wenn du die wenn er seine schlechten Gesichtsausdrücke, die er so gelegentlich hat, dann selber dargestellt hätte, wie das dann gekommen wäre. Aber ich denke, Risso ist, wie du schon gesagt hast, da der richtige Mann dazu gewesen, gerade für die Momente, wo er Angst hat. Ja, da wurden schon deutliche Erinnerungen an zum Beispiel 100 Bullets und ähnliche Serien wach. Also hat er genau den richtigen Mann an Land gezogen. Ja, wie gesagt, passt da wunderbar. Also echt ein rundum super gelungenes Comic. Dicke Kaufempfehlung. Ja. Was hast du denn noch so gelesen? Das Frischeste, was ich noch direkt im Kopf habe, wäre zum Beispiel der letzte Spiro-Band. Ich glaube, das ist Nummer 53. Mit der Rückkehr des Maso Pilamis. Hast du dir das schon auf den Einkaufszettel geschrieben? Nee. Also. Oder habe ich den sogar? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also es ist ja so, dass das Maso Pilani eine Figur ist, die Franquin seinerzeit erfunden hat, in den, ich glaube, 50er, 60er Jahren, so in dem Dreh muss das gewesen sein, seinerzeit in der Spirou-Serie auch reichlich Gebrauch davon gemacht hat und die Rechte dann aber mitgenommen hat, als er weg ist von Spirou, zum neuen Verlag, den er dann, glaube ich, mitbegründet hat, und dann gab es ja eigene Maso Pilami-Figuren. Also wer das Maso Pilami nicht kennt und vielleicht nur die neuen Spirou-Sachen oder gar keine, das ist ein kuscheliges Wesen,
so eine Art Teddybär mit riesigen langen Schwanz, aber mit Leopardenfell und mega stark, schwimmt mega schnell und kann mit seinem riesigen langen Schwanz Sachen durch die Gegend schmeißen, kann so eine Kugel damit formen und den Leuten auf die Birne kloppen und ja, ist einfach eine Spaßfigur und die war lange... Das ist halt so ein Fantasiewesen im Grunde, wenn man das so will, aber ja, wie sagst du, mich so aus Affe, Puma, Leopard vom Kopf her, Leopard meine ich nicht, vom Kopf her, dann halt wieder ein Hund mit drin noch und was weiß ich. Ja, und letztendlich, die Rechte sind jetzt wieder zurück beim heimischen Verlag und damit konnten, ich glaube, Fehmarn und Johann sind das aktuell, die da die Serie gestalten konnten, endlich das Tier wieder einführen. Und sie haben sich da einen ganz netten Spin rausgesucht, weil das wurde auch nicht thematisiert, wo es jetzt hin ist oder so. Mhm. Es gab die andere Serie, wo das Masopilami, was weiß ich, eine Familie gegründet hat und also seine eigenen Welt dann gelebt hat. In Palumbien ist es, glaube ich, wo es dann lebt, im Dschungel. Ne? Also irgendwo. Ja, da lebte es, glaube ich, auch vorher schon. Ne? Ja, da hatten sie es her ursprünglich halt. Ne? Ja. Und der Spin ist, also es ist kein großer Spoiler, weil es relativ auf den ersten Seiten klar wird, dass das eine Folge des Zyklostrahls ist. Ne? Ah, okay. Wo Zyklotrop, also der große alte Gegner von Spyro und Phantasio, so einen Hypnosestrahl hatte und damit hatte die quasi hypnotisiert. Dass die das Wesen einfach vergessen haben. Es gab dann ja, oder es gibt immer noch Pips, das Eichhörnchen als Sidekick von den beiden, was auch sehr gern und oft angenommen wurde in der Serie und natürlich nach wie vor immer noch dabei ist. Aber nachdem sie das dann gecheckt haben, dass sie da hypnotisiert wurden, machen sie sich auf die Suche nach dem Masopilami und ja. Den Rest müsst ihr dann selber lesen, das will ich jetzt auf keinen Fall verspoilern. Ich war jetzt nicht mega überrascht über den Plot, aber es ist einfach eine schöne, klassische Spiro-Geschichte, wo man, ja, vor 10 Jahren wäre die noch sehr abgefeiert worden, weil da die Qualität zwischenzeitlich nicht mehr so hoch war, wie sie jetzt halt wieder ist. Mhm. Die letzten Bände waren ja auch alle gut, das mit der Sniper-Ellie. Und ja, also kann ich nur jeden ans Herz legen, der sich so ein bisschen für die Serie interessiert, weil das ist halt, durch die Rückkehr ist es halt schon ein gewisser Meilenstein auch, ja. Mhm. Ja, kurzer Anwurf noch von mir, das Masopilami war ja zwischenzeitlich sogar kurz bei Disney. Gab es so eine Zeichentrickserie drüber, also das Masopilami selbst hatte das auch eine eigene Serie, ja doch, glaube ich auch. Und da war es in dieser Anthologie-Serie, sage ich jetzt mal, da gab es noch so eine mit Bonkers und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißt oder hieß. Genau, da ist er dann auch immer noch mit aufgetaucht. Ja. Ja, hast du denn zufälligerweise von Marc Millar die Chrononauts gelesen? Noch nicht. Das war eine Serie, die immer von verschiedenen Leuten, deren Meinung ich sehr schätze im Panini-Forum, nicht so gelobt wurde. Also ich lese ja eigentlich das meiste, was Millar gemacht hat. Und als die Sammelbände dann rauskamen, also als Einzelhefte hätte ich die eh nicht gelesen, als Sammelband eigentlich normalerweise schon. Aber die wurde immer so, nicht besonders gelobt. Ja, also das ist was ich mir mal im Hinterkopf gesetzt habe, wenn ich es mal günstig kriege oder wenn der Steffen sich das kauft, dann lese ich das vielleicht mal. Glück, dass ich sie dabei habe. Sehr gut. Ja, weil ich habe den Band mir dann tatsächlich gekauft, weil Zeitreisen und so und das von Millar, dachte ich so, ja, also das Konzept hatte ich ja so ähnlich schon mal in MPH drin gehabt, den ich mir ja wiederum von dir ausgeliehen hatte und dachte, das könnte lustig werden und es ist auch lustig. Also es ist eine schnelle, abwechslungsreiche Geschichte, die ist schnell erzählt. Also die hat wirklich Speed, kann man sagen. Und da passiert im Grunde Folgendes. Die beiden Titelfiguren, das sind halt Doktoren oder glaube ich auch Professor, einer davon. Und und die erfinden halt tatsächlich diesen Anzug, der es schafft, die durch Raum und Zeit zu katapultieren. Also eher durch Zeit in dem Fall. Und dann gehen sie halt auf Entdeckungsreise, haben ihren Spaß in den verschiedenen Zeiten,
werden auch mit einer Art Mission betraut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche das war. Das ist schon echt länger her, dass ich den Band gelesen habe. Und kommen dieser natürlich nicht nach. Und was machen die aus ihrer Zeit stammenden? Die schicken das Militär dahinterher. Also auch mit Zeitreise-Westen ausgestattet und Anzügen. Und ja, dann kommt es natürlich so zu Aufeinandertreffen von den beiden. Die reisen dann, flüchten im Grunde durch die Zeit, durch die verschiedenen Zeiten hinweg und haben auch immer wieder so ein bisschen wissenschaftliche Errungenschaften, die so über die Zeiten entstanden sind, in ältere Zeiten gebracht und so weiter und so fort. Und es entsteht dann noch ein weiterer Konflikt, den möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht großartig ausrollen. Aber es ist gut gemacht und es hat da noch einen schönen einen Spin drin am Ende, wie das Ganze dann aufgelöst wird. Und ja, also das ist eine schnelle Geschichte. Es ist jetzt 4 Bände waren das, glaube ich, oder 4 Hefte waren das, glaube ich, okay. oder 5. Weiß ich gar nicht so genau. Und es ist wirklich rasant erzählt und natürlich schon als Film wieder geplant. Ja, finde ich gut, dass du dir das gekauft hast. Ja. Ist jetzt auch nicht der beste Mark Millar Comic, aber hat trotzdem gut unterhalten, finde ich. Also ich fand jetzt nichts Schlechtes. Ich habe da jetzt auch nicht so die großen Erwartungen dran gehabt und von daher hat er mich sehr gut unterhalten. Ja. Okay. Ja, ich habe mich dann mal der aktuellen Spider-Man-Serie gewidmet, die ja, ich glaube, vor einem halben Jahr circa wieder mit Nummer 1 gestartet ist. Wie könnte es anders sein? Und ja, da sehen wir einen Spider-Man, der mit beiden Beinen im Leben besteht, der seine eigene Firma hat, die mit Innovationen handelt, der Tony Stark Spider-Man, mit deutlichen Parallelen, dass er halt ja quasi eine andere Figur anheuert, die gelegentlich als Spider-Man unterwegs ist, um sich selber oder um darzustellen, dass das sein Leibwächter ist. Er hat halt Geld ohne Ende, das ist überhaupt nicht das Problem. Er hat eine neue Freundin und ja, beschäftigt sich auch mit diversen alten Gegnern, aber auch mit neuen Gegnern. Aber ich muss sagen, ja, mich hat das Ganze nicht wirklich überzeugt. Ich traue immer noch so ein bisschen Doc Ock hinterher, der ja auch noch so ein bisschen anwesend ist in diesem Universum, wenn auch nicht mehr in seiner ursprünglichen Form, aber in einer gewissen Art und Weise gibt es ihn trotz Tod immer noch. Aber ich fand das einfach sehr gut, wie der Doc Ock Spider-Man einfach mal alles verändert hat. Und für mich ist es, auch wenn die Serie selber damit spielt, dass das ja sehr große Parallelen zu Stark hat. Also sie sprechen das öfters mal auch an, dass das ja so ist wie bei Tony Stark. Kann es mich nicht richtig überzeugen. Also es gibt ein neues Spider-Mobil, was dann erfunden wird. Und es gibt Abenteuer dann in China, weil natürlich die Firma muss dann auch anfangen, in China was zu produzieren, weil da Hightech und so weiter und günstige Arbeitskräfte und ähnliches alles dabei sind. Und ja, aber wie gesagt, leider kann es mich nicht hundertprozentig überzeugen. Also ich bleibe erstmal bei der Serie weiter drin. Ich habe ja in den letzten Jahren so einige Serien, die ich noch aus diesem Super-Abo hatte. Es gab immer dieses Super-Abo, wo du mehrere Serien, wo du, glaube ich, 5 Serien hattest und nur 4 bezahlen musstest. Das hatte ich eine Zeit lang mal. Das wurde dann eingestellt und die Qualität war jetzt auch nicht so, dass ich das weitergeführt hätte. Also ich lese aktuell keine Avengers mehr und kein Iron Man, weil es, wie gesagt, ich weiß ich nicht, komme ich momentan nicht so richtig ran. Okay. Aber das gibt natürlich für mich viele Gelegenheiten, meinen alten Lesestapel Stapel abzuarbeiten. Und du weißt ja, wie hoch der immer ist, wenn man immer fleißig kauft, aber nicht mehr hinterherkommt. Und so kann ich den aktuell ganz gut bekämpfen. Also nicht, dass man großartig sieht, dass er geringer wird, aber er wächst halt nicht stark an. Und ja, das ist im Vergleich vor 1-2 Jahren, wo der eigentlich monatlich größer wurde, eigentlich eine große Errungenschaft. Also ich bin momentan ein bisschen Superhelden
Leid, so ein bisschen. Wobei ich natürlich dann eigentlich konsequent sein müsste und sagen könnte, so schmeiße ich die restlichen auch noch raus. Aber ich habe Batman zum Beispiel schon noch seit Ewigkeiten im Abo und auch da müsste ich mal wieder die letzten 10, 12 Hefte lesen, die ich auch noch dann gesammelt mir irgendwann mal reinziehen werde. Aber das ist ein Projekt für die nächsten Monate. Und ja, dann werde ich mal klar Schiff machen und werde sehen, ob ich das dann noch weiterführen möchte oder nicht. Ja, das, wie ist es bei dir momentan? Ja, ganz, bei mir ist es ganz ähnlich. Tatsächlich, also habe ich ja schon längere Zeit angekündigt, dass ich da bei den Superhelden immer weniger mitnehmen will. Es klappt nicht hundertprozentig. Also ich nehme immer noch, erbiege ich mich immer wieder dabei, dann doch Superhelden mit. Aber ja, ich versuche halt ein bisschen auszuwählen mehr. Also zu sagen, dann lieber abgeschlossene Sachen zu nehmen. Und naja, gut, die Kernserien bleiben natürlich. Spider-Man ist tatsächlich die erste Kernserie, die ich gekickt habe, eben mit diesem, mit dieser Ankündigung da, dass das jetzt so in die Richtung geht. Und das hat mich überhaupt nicht überzeugt, so allein vom Konzept her schon. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist dann für mich jetzt der Punkt, um da mal auszusteigen. Was ich gerade lese, ist halt Venom als Space Knight. Er ist ja jetzt irgendwie Mitglied bei den Guardians of the Galaxy und man hat mir aber gesagt, seitens Panini in der Vorschau, dass man den Band auch so lesen kann, ohne dass man jetzt irgendwie die Vorgeschichte kennen muss. Wobei ich so ein bisschen überrascht war über den Status von Venom, also von dem Symbionten selbst, der da irgendwie anders ist. Ich will jetzt gar nicht groß erklären, wie anders der ist. Also es ist wohl irgendwie eine Umprogrammierung stattgefunden und sowas, also irgendwie komische, an den Haaren herbeigezogene Geschichte, zumindest wenn man es so jetzt erklärt bekommt. Nichtsdestotrotz, also der Band für sich gesehen, ist halt ein schönes Weltraumabenteuer. Venom reist quasi durchs All, dessen Wirt ist ja jetzt Flash Thompson immer noch und ja, und da bereist er halt verschiedene Planeten und erlebt da so sein Abenteuer. Klassische Weltraumgeschichte, so ein bisschen, ja, Flash Gordon-mäßig, so ein bisschen auch so von dem Zeichenstil her, der relativ klassisch gehalten ist, und zwar von, ja, wie heißt er denn jetzt? Komm gerade nicht drauf. Der hat jedenfalls vor diesem Punisher mal eine Zeit lang gemacht. Ich weiß jetzt gerade, Ariel Oliverty. Genau. Das war auch so ein bisschen der Kaufgrund, weil ich den Zeichner mag, weil ich Venom eigentlich mag. Und ja gut, diese neue Variante jetzt, mit der muss ich mich halt erstmal ein bisschen beschäftigen noch. Ob ich mich damit anfreunden kann, werden wir sehen. Genau. Zu Marvel möchte ich noch was sagen. Also die Episode dürfte dann jetzt rechtzeitig noch erscheinen. Und zwar gibt es am 28. Januar den Marvel-Tag. Panini macht ja so über das Jahr verteilt oder in den letzten Jahren immer mehr so Aktionstage. Also es gab ja schon den Star Wars Tag, es gab den Deadpool Tag letztes Jahr auch im Januar und angefangen hatte das Ganze mit dem Batman Tag seinerzeit, den gibt es dann auch einmal im Jahr und genau, und jetzt erwartet uns halt der Marvel Tag. Da gibt es auch wieder ein Gratisheft bei euren Comic-Händlern, die daran teilnehmen. Das könnt ihr euch mal auf der offiziellen Panini-Seite anschauen. Ich würde den Link dahin noch setzen. Und ob euer Händler dabei ist und was die da so machen. Also wie gesagt, es gibt dieses Gratis-Comic und es gibt noch, ich glaube, Stofftaschen und Postkarten und Poster, so Giveaways. Und damit in Auftakt gebracht werden soll halt so ein bisschen das nächste große Event, nämlich Civil War 2. Das wird zumindest eine Vorschau in diesem Heft haben. Primär wird das Heft aber begleitet von zwei Publikumslieblingen, nämlich eben Spider-Man und Deadpool. Genau. Ja, guckt einfach mal rein. Der ein oder andere Händler hat auch noch Spezialaktionen. Also meine jetzt, das T3 macht halt einen Kostümwettbewerb. Und jeder, der mit Marvel-Kostüm kommt, hat dann halt die Chance auf eine richtig edle Deadpool-Figur zum Beispiel. Ja, ja. So. Haben wir das auch geplackt. Hast du vor, jetzt wirklich als Miss Marvel zu kommen? Nein, oder? Nein. Ich mache nur die Fotos. Ich bin da nur Social-Media-Kraft in dem Fall wieder.
Ja gut, du könntest als Sinestro kommen, jetzt wo du die ganzen Lanternringe ja hast. Ja, das würde für deine Hände und deine Fußnägel würde das wahrscheinlich... Das ist ein Marvel-Thema, ne? Ja, aber gut, ich meine, gerade das Comic... Also, die jungen Leute, die merken doch den Unterschied gar nicht. Mhm. Aber ich will es ja dann wenigstens schon richtig erziehen, weißt du? Denn naja, gut. Bin mal gespannt, liebe Paninis, wann dann der DC-Tag noch kommt. Ne? Aber gut. Steffen kommt als Star Sapphire. Ich komme dann, also da komme ich dann wirklich als ultimative Green Lantern, als Phantom Lantern. Was ist denn jetzt wieder die Phantom Lantern? Naja, gut. Egal. Ich dachte, als lebender Planet. Ja, ich weiß, ich bin fett geworden über die Feiertage. Mach noch Salz in die Wunde. Ja, ich habe schon geguckt, was hat der Steffen hier zu Weihnachten gekriegt? Ach, ein zweites Kind. Okay. Willkommen bei der Karlauer Ecke mit Breedstorm. Ja. Hast du noch einen Comic gelesen? Ich habe noch Diverses gelesen, aber das würde ich dann, wenn ich die Sachen noch vorlegen habe, in kompletter Reihenfolge. Sind wir dann schon durch, fast? Ja gut, wir haben jetzt schon einige Zeit auch berichtet. Ja, also das, naja, also es wird so ziemlich der kürzeste Podcast, auf den man so lange warten musste. Aber gut, eins habe ich noch. Was? Eins habe ich noch. Und zwar Gotham Central habe ich weitergelesen. Das gab es ja seinerzeit schon mal vor vielen, vielen Monaten von Panini. Da gab es aber damals nur ein Band. Und jetzt hatten sie ja angekündigt, wir setzen das jetzt fort. Also bringen den ersten Band nochmal und setzen das jetzt fort, dass es insgesamt 5 Bände, glaube ich, ergibt. Ja, 4 davon habe ich, meine ich, auch schon. Oder ist der 5. auch schon raus? Ich weiß es nicht. Aber ich lese ja immer langsam und der Reihe nach. Und deswegen kam bei mir als Füllband für irgendwas anderes dann einfach mal Gotham Central gerade recht, weil ich mal keinen Bock auf Superhelden in dem Sinne hatte und dann gedacht habe, ja gut, was so ein bisschen am Rande des Superhelden-Universums ist, ist halt diese Detektivgeschichte hier, Krimi-Geschichte, und das passt dann immer super. Ich habe wieder Geschichte gesagt, ja. Brüsterchen. Ja, ich habe es schon gemerkt. Ja. Die Leute werden schon ja. Aber, weißt du, ich merk's ja zumindest mittlerweile auch. Naja, aber du sagst das gerne. Auch. Ich höre das du, gerne. Du sagst das übrigens auch oft. Wenn ich so schneide und dann merke, dass du dann auch sehr oft Geschichte sagst. Das ist eine Hommage. Sagt uns doch mal bitte, trinkt ihr auch, wenn der Breedstorm das sagt, oder trinkt ihr das nicht? Naja, gut, egal. Wollen wir eigentlich noch auf das Feedback eingehen? Ja, das haben wir jetzt nicht vorliegen. Vielleicht im nächsten dann. Ja, gut. Ich könnte es noch rausholen, aber gut. Gehen wir erstmal auf das Comic noch und auf dem Central. Band 2, doppeltes Spiel, geht es um, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, um Two-Face. Oder besser gesagt, die Beziehung von René Montoya und Two-Face. Wie, die haben eine Beziehung, wird der ein oder andere jetzt fragen. Ja, haben sie. Und zwar, weil Craig Rucker hatte seinerzeit auch schon für die Niemandsland-Ausgaben so ein paar Sachen geschrieben und hat da ganz vorsichtig so eine Freundschaft-Hass-Beziehung zwischen beiden aufgebaut. Und die hat er jetzt dann mehr oder weniger in einer späteren Episode nochmal aufgegriffen, die auch noch nichts mit dem Gotham Central zu tun hatte. Und dann in Gotham Central selbst auch nochmal aufgegriffen. Ja. Im Grunde ist es so, dass René Montoya, die Polizistin vom Gotham Central, erpresst wird mit komprimierenden Fotos. Sie ist ja lesbisch und das ist aber noch nicht bekannt zu der Zeit. Und ein Informant oder ich weiß jetzt gar nicht genau, also eine Ratte, sage ich jetzt mal überspitzt, erpresst sie praktisch da mit diesen Bildern. Und der wird dann plötzlich tot aufgefunden und wer wird natürlich verdächtigt? Deine Mutter? Er hat mir nicht zugehört. Natürlich wird René Montoya verdächtigt. Oh. René Montoya ist deine Mutter. Nein. Und natürlich weiß man als Leser, ja, sie war es nicht, aber wer war es dann am Ende und so weiter und so fort. Wer das herausfinden möchte, dem sei dieser Band ans Herz gelegt. Ohne sie gelesen zu haben, sage ich jetzt auch mal, die anderen
darauf folgende drei dann auch noch. Also, weil, wie gesagt, das ist halt komplett in 5 Bänden abgeschlossen, das Ding. Und dann hat man endlich diese leider zu kurzlebige Serie dann doch relativ komplett da. Ja. Ja, ich habe die ja damals schon den ersten Band im Original, den ersten von Panini, den zweiten habe ich mir dann im Original geholt, weil Panini ja zunächst nur einen Band rausgebracht hatte, das dann abgebrochen hat. Und die haben das dann letztendlich anlässlich der Serie, wenn ich das richtig verstanden habe, damals rausgebracht. Ich habe dann aber zwischenzeitlich die restlichen Bände schon bei irgendeinem Sale of Comixology gelesen. Okay. Und das ist eine Serie, die mir wirklich... auch wenn man sich nicht sehr oft mit DC Comics liest, kann man das davon eigentlich unabhängig lesen. Kommen immer mal natürlich wieder Figuren drin vor. Ja, klar. Es gibt immer Gastauftritte, man wird immer mal ein schwarzes Cape irgendwo durch die Ecke huschen sehen. Ja. Aber letztendlich ist es wirklich über René Montoya und die Gotham City Police. Mhm. Hallo. Ja. Also das ist ganz klar ein Klassiker. Und von Rucker, als er noch cool war. Okay, ist das jetzt anders? Ja, je mehr die Leute dann wirklich mit Superhelden zu tun haben, auf regelmäßiger Basis, umso uninteressanter wird es meistens für mich. Das war bei Rucker zum Beispiel so, war ja schon mit seiner Zeit mit Queen in Country ein Liebling von mir und ist dann immer mehr abgeflacht. Jason Aaron ist es leider in vielen Superhelden-Serien, die er gemacht hat, auch so geworden, dass er nicht für mich an alte Größen, wo er nichts mit Superhelden in dem Sinne zu tun hatte, ranreichen konnte. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass die Leute da nicht mehr ihr eigenes Ding machen können und nicht mehr so frei, weil du kannst nicht einfach Daredevil oder Thor killen, jedenfalls nicht auf reguläre Basis und endgültig so. Und in Queen in Country zum Beispiel war das halt öfters mal der Fall, dass es eine absolut zentrale Figur dann rausgehauen hat und die war dann halt einfach nicht mehr da und die wird dann nicht von, was weiß ich, Charles Xavier wiederbelebt oder so, ne? Oder er steht neu oder wird vom Himmel zurückgeschickt oder wie auch immer, sondern da hat das halt immer Konsequenzen und es ist in vielen Superhelden-Sachen leider nicht mehr so der Fall. Okay. Amen. Ja, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Aber apropos Comixology, ja. Da ist mein Konsum doch tatsächlich ein bisschen eingebrochen. Okay. Dadurch, dass ich jetzt relativ oft auch irgendwas spiele und die Zeit durch die Kinder natürlich generell sehr eingeschränkt ist, komme ich selten in die Versuchung zu sagen, ich gucke jetzt ständig, was jetzt gerade im Angebot oder welche neue Serie könnte ich da mal reingucken. Mhm. Und da bin ich momentan wenig an Elektronik, sondern bin in letzter Zeit eigentlich zu 100% wieder bei Papier gelandet. Okay. Ne? Obwohl ich schon eine beträchtliche Sammlung da auf Comixology immer bei Sales oder was auch immer zusammengekauft habe. Ja, aber aktuell komme ich da tatsächlich nicht mehr so ran. Ja, war ja bei mir auch immer nur so eine Randerscheinung, sage ich jetzt mal. Also da bin ich auch eher der Papierfan, um die Dinger dann noch zu Hause stehen zu haben, obwohl ich immer mehr merke, der Platz geht aus, es wird immer weniger. Wie gesagt, über kurz oder lang werde ich mich von den ein oder anderen Schätzchen auch mal trennen müssen. Muss ich dann halt mal so priorisieren, was jetzt bekannt und was nicht. Ja, genau. Nochmal ganz kurz auf Gotham Central, weil du es ja gesagt hattest mit, du hast es einen großen Bogen gemacht, eigentlich wollte ich nochmal kurz. Allumfassend. Allumfassend. Genau, also weil du ja gesagt hast, es kommt so ein bisschen mit der Serie oder es kommt daher, weil jetzt die Serie läuft und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar und die Serie möchte ich auch an der Stelle einfach nochmal empfehlen. Die wird mit der zweiten Staffel, die jetzt gerade so in den letzten Zügen lag, auf Pro7 zumindest, immer interessanter. Also ich finde, die erste Staffel hat mich so überhaupt nicht geflasht, um nochmal einen anderen mit reinzubringen, nämlich den Flash, der hat mich da eher abgeholt. Hatte ich so ein bisschen den Eindruck, musste das weiter gucken, aber dann kam die neue Staffel und hat interessante Plots mit drin. Also Bruce Wayne entwickelt sich halt immer weiter. Man weiß ja, klar, irgendwann wird er Batman sein. Wie kam er überhaupt zu der Höhle und so weiter und so fort? Und oder besser gesagt, wie kam er so an einen Batcomputer und so weiter? Das wird so ein bisschen schon angedeutet.
dass da schon sein Vater an einer Art Supercomputer gearbeitet hat und oder mitgearbeitet hat und das Ding wird dann halt gefunden und so Sachen. Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich auch da wiederum auf Jim Gordon im Grunde und die Polizei von Gotham City. Und du hast halt ganz viele Charaktere von Batman, also so die Schurkengalerie, die sich dann so nach und nach entwickelt. Ein paar wurden ja schon in der ersten Staffel eingeführt, also Pinguin und ein gewisser Edward Nygma, der eine Art Forensiker, glaube ich, ist bei der Gotham City Police, genau, ja. Und die beiden werden weiter aufgebaut, bestreiten auch immer mehr so ihren Weg Richtung Schurke, also besonders Edward Nygma jetzt in der zweiten Staffel. Der Pinguin war relativ eindeutig schon in der ersten Staffel so auf der Schurkenseite und nichtsdestotrotz haben die beiden dann immer noch so ihre Hintergrundgeschichten. Also Pinguin findet plötzlich seinen leiblichen Vater und daraus entspinnt sich dann wieder Nebenstrang und so weiter und so fort. Und andere Gastauftritte gibt's von zum Beispiel Azrael. Also da gibt's auch eine Variante extra für Gotham. Und der hier dann so vielleicht so ein bisschen auch angedeutet wird, so der könnte eine Inspiration zumindest so vom Kostümmäßigen sein für Batman dann später, letzten Endes. Also er kriegt dann auch eine Art Kostüm und so weiter und so fort. Also es ist eine spannende Staffel und ja, macht Spaß, ich freue mich auf die dritte. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Ich hänge momentan immer noch an Dexter. muss ein bisschen die klassischen Serien, die alle außer mir schon gesehen haben, muss ich jetzt mal nachholen. Und Dexter ist momentan so meine Wahl. Ich hatte schon ein paar Mal so einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt finde ich es gerade nicht mehr so spannend, aber sie schaffen es dann immer noch ein oder zwei Folgen später dann irgendwas rauszuhauen, wo ich sage, okay, das ändert jetzt wirklich alles und jetzt wird's doch wieder spannend für mich. Und so ein Punkt war jetzt gerade für mich zwischen Staffel 4 und 5 wieder. Und bin ich jetzt fast geneigt, wenn es nicht wesentlich abflacht, das durchzuziehen bis zu Staffel 8. Ja, warum habe ich so wenig Comics gelesen über die Weihnachtsfeiertage? Weil auch ich gebingewatcht habe. Und zwar habe ich mir endlich mal die Sons of Anarchy, die Staffeln 4 bis 7, reingezogen. Und was ich mir auch auf deine Empfehlung hin irgendwann angeguckt hatte, war Preacher. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, du kennst halt den Comic nicht, oder? Kennst du den? Ja. Also, wenn man den Comic gelesen hat, wird man schon das ein oder andere Fragezeichen gelegentlich haben. Die Figuren sind teilweise richtig gut getroffen, teilweise frage ich mich... Mit Tulip hast du so ein bisschen deine Probleme. Ja, Tulip finde ich aber cool dargestellt. Aber gut, ich meine, ich kenne kenn die Vorlage nicht. Es passt zu der Serie nicht schlecht, aber wie gesagt, in meinem Kopf ist die halt blond. Und das ist da halt nicht, ist er halt nicht wirklich. Und weiß ich nicht. Und damit hadere ich dann halt immer. Ne? Sonst Jesse und so, den haben sie echt gut dargestellt, aber wir sind ja schon drauf eingegangen. Ja, was halt das Schöne ist, du hast halt auch so ein bisschen so das Auseinandergezerrte. Also du hast so immer Fragmente in einzelnen Folgen von einem Handlungsstrang und am Ende führt sich dann alles irgendwie zusammen. Also das war ganz gut gemacht. Ja, wenn du den Comic mal liest, was ich sehr empfehle, ne? Also das, wenn ich auf Platz 1, aber bestimmt unter den ersten 5, dann müsste ich erstmal priorisieren, ob es wirklich dann Platz 1 meiner Comics ist, weil das schon Jahre her ist, dass ich ihn gelesen habe und ich dann natürlich einen anderen Blickwinkel auch hatte. Für mich war das dann halt was Bombastisches, als ich das gelesen habe, ist diese erste Staffel halt sehr, sehr auseinandergezogen, wo wir im ersten Heft was von bekommen. Also bin ich sehr gespannt, wie das Ganze dann noch weitergeht, weil theoretisch können sie das dann, wenn sie das in dem Tempo weitermachen, können sie es auf unendlich ziehen. Und da weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber warten wir es einfach mal ab. Gut. Also wie gesagt, The Tick, hast du The Tick gesehen? Nee, leider noch nicht. The Tick wird von Amazon Prime auch immer empfohlen. Mhm. Aber da war zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe, leider nur eine Staffel draußen. Nicht Staffel, sondern nur eine Folge. Eine Episode, und die fand ich ehrlich gesagt auch nicht so gut. Mhm. Also das auch so ein bisschen Superhelden-Parodie-mäßig unterwegs. Mhm. Ein bisschen auf lustig gemacht und verrückt. Aber also bei mir hat es nicht sofort gezündet. Ja. Mal gespannt, wie das Ganze weitergeht.
Na gut, Superhelden-Serien gibt es ja jetzt doch ein paar, also zumindest Comic-Verfilmungsserien, wenn man so will. Luke Cage habe ich angefangen, muss ich noch weiter gucken und war noch irgendwas, glaube ich. Ja, es gibt so ein paar Sachen und es kommen ja auch immer welche nach. Also gerade so aus dem Marvel-Universum kommen ja dann irgendwann mal noch die Defenders und Iron Fist ist irgendwie auch schon angekündigt und von daher ja, klingt interessant alles und da reißt es anscheinend erstmal nicht ab. Da gibt's genug. Ja, zum Feedback, wie gesagt, müssen wir sagen, kommen wir dann eventuell in der nächsten Episode nochmal. Leider habe ich jetzt hier in dieser Tiefgarage, in der wir sitzen, kein Empfang und wir haben Januar und es ist draußen wieder am kühler werden gerade und deswegen wollen wir da jetzt nicht groß draußen noch aufnehmen. Genau. Das Henning, wir vergessen dich nicht. Genau. Henning hatte einen umfangreichen Kommentar geschrieben und wir bedanken uns auf jeden Fall für das Feedback, weil das ist uns immer wichtig. Und im Grunde, die Antwort habe ich dir ja schon gegeben. Also wie gesagt, vielleicht gehst du nochmal auf die anderen Sachen ein, die ich nochmal so angefragt hatte, wie du die Episoden gefunden hast. Ansonsten, wie gesagt, Feedback immer erwünscht. Also klar, immer raus damit. Und das, also im Kern ging es ja darum, dass das mit den Mädels nicht jedermanns Geschmack ist. Also Henning seiner ist es nicht. Und wir haben jetzt in der Dezember-Episode halt wieder mal die Mädels drauf gehabt. Und es war wie eh und je sehr anarchistisch, das gebe ich zu. Aber das ist nun mal mit den Mädels so und die sind so. Und warum wollen wir denen das verbieten, so zu sein? Ja, ich meine, du hast ja selber dann auch gesagt, also du kannst es nachvollziehen, weil dann halt doch mal an Stellen reingeplappert wird, wo es gerade überhaupt keinen Sinn macht. Gebe ich ehrlich zu, das ist eine Sache, die ist nervtötend in dem Moment, aber was will man den Mädels austreiben? Ich meine, die sind mal so. Ja. Ich habe es, wie gesagt, immer schon versucht, ein bisschen runter zu regeln, wenn es geht, aber abgelenkt ist man ja dann trotzdem davon und wenn die beiden dabei sind, muss man sich halt auf eine, ich sag jetzt mal, etwas unstrukturiertere Folge gefasst machen. Und wer das nicht hören möchte, der muss es ja nicht hören. Der kann dann die Folge gerne aussetzen. Und es gibt wiederum andere Hörer, die finden das genau ganz gut. Ob es nun wirklich in diesem vollendeten Umfang dann so ist, wenn dann Sachen unterbrochen werden oder dann doch nicht ausgeführt werden, weil eine Unterbrechung stattgefunden hat, dann klar, kann man sagen, das nervt dann in dem Moment schon. Es nervt mich ja dann letztlich auch, weil ich versuche aus dem Flow ein bisschen was rauszukriegen und du musst ja halt auch schneiden, ne? Ja, und ich muss es schneiden. Ja gut, das mit dem Schneiden ist ja noch nicht mal so das Dilemma. Ja. Also ich meine, gerade bei solchen Episoden lasse ich dann halt viel drin, weil das ist dann halt einfach so. Ja. Aber ja. Jetzt haben wir mit diesen neuen Aufnahmetechniken zwar noch den Luxus, dass ich dann Spuren einzeln rausrechnen kann und die einfach ausblende, aber die Ablenkung findet halt trotzdem statt, ja. Und Flo ist halt auch einer, der lässt sich relativ schnell dann ablenken und ja, vielleicht muss ich mal mit dem auch mal einzeln was machen, wenn wir über Comics sprechen wollen tatsächlich. Und wenn die beiden, dann wird's halt immer eine Anarchiefolge sein, ja. Zumindest wenn es beide sind. Und eine andere Option haben wir da im Moment, glaube ich, nicht. Ja, bei Flo hatte ich das Gefühl, er geht so ein bisschen unter. Mhm. Da hätte ich gern noch gelegentlich was von gehört, aber wir haben es ja schon gesagt, wir machen immer mal gerne irgendwelche Specials, auch mit Leuten, die mir, ob es der Marshall ist. Genau. Ich werde demnächst mal wieder einen Sepp anschreiben, ob der Bock hat. Mein persönliches Ding von Sepp habe ich immer am meisten mitgenommen, weil der wirklich ganz seltsames Zeug manchmal gelesen habe, wo ich selber überhaupt nicht drauf gekommen wäre. Wir haben ja einen Geschmack, der sich nicht deckungsgleich ist, aber der sehr ähnlich ist, der sich sehr ähnlich ist und natürlich gucke ich in viele Sachen gern rein, die du hast. Das wären aber auch Sachen, da wäre ich mit denen ich mich sowieso gedanklich beschäftige, weil das eine gewisse Ähnlichkeit ist. Bei Sepp ist es sehr oft so, dass er da irgendwelchen Krempel aufdeckt, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen und trotzdem landet er da mit Treffer halt.
Und das ist halt was mich halt inspiriert. Aber von meinem persönlichen Hörverhalten finde ich das auch bei anderen Podcasts, die wir zum Beispiel, jeder hört ja andere, aber finde ich auch immer gut, wenn wenn es eine gewisse Abwechslung gibt, wenn es nicht immer dasselbe Konzept ist. Ja. Wir haben zum Beispiel bei Das Alles, die auch sehr oft über Comicsfilme etc. reden, halt über Das Alles. Da ist es auch oft so, dass die unterschiedliche Gäste haben, manchmal zum Thema Spiele oder manchmal zum Thema ganz besondere Filme oder was auch immer, also oder Comiczeichen aus dem Bereich da unten. Das finde ich zum Beispiel dann immer sehr, sehr spannend, weil du immer neue Gesichtspunkte dazu kriegst. Es gab aus Nürnberg gibt es ja den Young in the 80s. Podcast, der so sich so ein bisschen so retromäßig mit den 80ern auseinandersetzt, mit allem, was es da gab, Filme, Serien, alles im Prinzip. Holla, was war da? Bitte? Priestum ist abgelenkt. Ja, das seht ihr mal, nicht nur Uni und Philly haben das schaffen wir auch in der Tiefgarage von Aschaffenburg irgendwie. Ja, aber die hat es nicht durch Labern geschafft, sondern durch ihren Rock, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls bei Young in the 80s ist es immer so, dass er mit seinem Bruder redet. Ja. Und da wechselt das nie. Und die hatten schon ein paar Mal die Anfrage, warum nehmen sie sich zu gewissen Themen nicht einfach mal irgendeinen Gast rein? Und dann, ihr Konzept ist halt, dass das genau die zwei sind und sonst niemand. Und da finde ich es halt sehr schade. Also ich höre die gerne, sonst hätte ich diesen Podcast ja auch nicht gehört. In letzter Zeit kommt leider nichts mehr davon. Aber da hätte ich das zum Beispiel gut gefunden, dass da noch eine gewisse Abwechslung reinkommt. Aber so ist halt jeder anders in seinem Geschmack. Ne? Klar. Das, naja, wie gesagt, ich habe das ja letztes Jahr auch versucht, ein bisschen aufzubrechen, und das Konzept hat mir selber so gut gefallen, dass ich das eigentlich auch weiter verfolgen möchte, indem ich einfach mit verschiedenen Leuten mal rede. Also wie gesagt, Horst haben wir ja noch die zweite Ausgabe irgendwann mal vor. Es hat jetzt nun doch nicht mehr letztes Jahr geklappt und auch nicht direkt in der ersten Episode vom neuen Jahr, aber es läuft ja auch nicht weg. Und wie gesagt, der Horst, der wohnt im Nachbarort von mir, das kriegt man irgendwie hin. Er muss halt 20 Comics im Monat rausbringen, aber ansonsten. Genau. Ja, aber wenn man drüber spricht, dann kriegt er das auch hin. Und ansonsten hatte ich ja letztes Jahr auch mal, wir waren beim Radio, bei Radio Rheinwelle, bei Shoki Banuki, und haben da vorher ein kleines Interview gemacht mit einem Thema, was nah an die Sache rankommt, nämlich Cartoons. Und dann habe ich mit anderen Comic-Fans oder auch mit einem ehemaligen Comic-Händler, mit dem Lichère-Legende, habe ich mal ein Interview geführt, oder mit der Christina zum Beispiel über DC-Comics. Und so, diese Geschichten... Fand ich beide übrigens sehr gut, und würde ich, also jetzt nicht wegen dir, sondern wegen den beiden. Ist klar, ja. Nein, aber ich fand, das waren ganz andere Aspekte, weil wir keine Händler sind, ja. Und auch das DC-Thema fand ich aus ihrer Richtung auch sehr interessant aufgebaut. Und auch da haben wir ja nur an der Oberfläche gekratzt. Also da kann man ja noch viel tiefer gehen. Und ich versuche auch so das so ein bisschen beizubehalten. Also mit beiden will ich auf jeden Fall nochmal sprechen, und vielleicht gibt's auch nochmal eine größere andere Runde. Also wo die beiden dann dabei sind auch und so weiter. Also da hat sich auch so eine kleine Gruppe gebildet aus dem Stammtisch heraus. Von daher, das würde ich ganz gern weiterverfolgen. Für Nachschub ist auf jeden Fall gesorgt. Genau. Also Ideen gibt's genug und Möglichkeiten auch. Wir müssen es halt nur umsetzen. So. Damit könnte man eigentlich diese kurze, knackige Neujahrsepisode, die leider etwas auch später gekommen ist, beenden. Einmal im Monat wollen wir auf jeden Fall beibehalten, klar. Aber vielleicht brechen wir wieder so ein bisschen den Termin auf, dass wir da so sagen, wenn es sich ergibt, ergibt sich's halt. Ansonsten müssen wir halt immer auf den ersten gucken, dass wir es da biegen und brechen hinbekommen. Weiß nicht, wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten, aber wie siehst du das? Ja, also wie gesagt, wir limitieren uns da ja selber. Also wir können sagen, wir machen das so. Für mich war es immer eine ganz gute Deadline quasi, dass man einfach gesehen hat, okay, jetzt müssen wir eigentlich mal wieder. Ne? Ja. Also das ist auch durchaus machbar, denke ich. Ja, wir können es ja versuchen so zu sagen, dass man sagt, okay, wir machen es entweder am Anfang des Monats oder dann halt spätestens so gegen Mitte des Monats, dass man da nochmal eine Deadline hat.
Ja, klar. Also einfach, dass wir das so ein bisschen aufbrechen, damit wir jetzt nicht so gezwungen sind auf einen Termin. Also für Anfang Februar wird es jetzt, glaube ich, auch schon wieder zu knapp. Also von daher, ja, schauen wir mal. Ne? Ja, wir werden was finden. Auf jeden Fall. Also es geht weiter. Das bleibt natürlich. Ich habe jetzt teuer Podcast-Equipment gekauft. Es muss weitergehen. Und von daher, ja, bleibt uns gewogen. Zur allergrößten Not lehme ich wieder irgendwas alleine auf, wobei ich das nicht so schätze. Also ich mag das im Gespräch lieber. Ich finde es auch besser zwischen uns beiden. Das ist dann irgendwie, sag mal, der harte Kern werden jetzt halt wir beiden bleiben und Gäste können variieren. Ne? Und genau, und dadurch, dass deine Wohnung quasi im Grunde auf dem Highway von mir liegt, ergibt sich das auch relativ einfach mit dem Termin, wenn du dann Zeit hast, dass ich dann bei dir vorbeikomme. So sieht's aus, ja. Genau. Oder auch wenn ich Zeit habe, natürlich. Klappt ja auch nicht immer. Also mal ja da auch, ja, gut. Wollen gar nicht ausführen an der Stelle. Wir wünschen euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Der hat ja hoffentlich schon bei den meisten so geklappt. Ja, das denke ich schon, wenn der rauskommt. Und ja, genau. Wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.